Wir sind überhaupt nicht egoistisch und überhaupt nicht geldversessen. Dieses Mal schon deutlich besser und fitter als die letzten Male. Oh. Aber ich lasse jetzt die Steuerung, wie sie ist, weil jetzt bin ich hier wohnt. Muss ich auch nicht mehr. Ups. So viel. Was wir machen müssen, um das Spiel abzuschließen. Wird zwar garantiert noch knackig, aber. Mal gucken. So. Ja, letztes Mal Welt 3 abgeschossen und jetzt. Welt 4. Zur Erinnerung, ich habe diese Welten in der Zeit, wo ich darüber gespielt habe, nicht zu 100% abgeschlossen. Ich habe mir 100% Run angeschaut. Also, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie das Ending beeinflusst und wo hier alles ist. Ich hoffe einfach, dass ich inzwischen weise und intelligent klug genug geworden bin, um das zu schaffen. So, ich muss noch kurz was überprüfen. Ah, gut, hat doch funktioniert. Dachte jetzt schon, mein, den ganzen Incursions, Streaming wollte nicht. Hallo! So, ich hoffe, du bist bereit. Das hier, genau. Ich finde es so viel komisch, dass er macht diese Animation für I'm Number One. Das sieht man ja daran, dass er halt anfängt. Das, was er halt bei den einigen Bossen gemacht hat. Aber das wird halt verdeckt, deswegen sieht man es nicht. Kann sein, dass es eventuell so eine regionale Differenz ist. Das Level hier habe ich noch die erste Zuversicht, dass wir das auf 100 schaffen, aber das Level danach. Nein! Na gut, mal schauen, wie das wird. Sparkle Land Mirror Mansion. Na! Okay, oben war nur das Ding jetzt. Das ist okay. Auf in die Schlacht! Ah, das ist jetzt wieder Memory nur in größer. Und über 10.000 Monetos. Neat. Oh man. Ja. Das ist okay. Oh, wir kommen von der Seite aus gar nicht runter. Hm. Das ist aber komisch, dass der da gar nicht aktiv ist, bis bis man. Oh stimmt, man kann seitlich runterlaufen, das habe ich ganz vergessen. Es wirkte nur 2D. Ey! Instant Look. So mögen wir das doch. Damn. Ah, oder der Trigger ist halt erst da hinten, dass wir Tuten tun. Ups. Ich wurde erschlagen. Faudin wäre stolz. Ich bin auch schon da aufzuschreien. This is the Mirror Mansion. There are areas where here where you have to advance using only your reflection in the mirrors. Use the C-Stick and hang in there. Ein weiser Tipp. Nehme ich halt dich. So, und hier können wir jetzt halt die Kamera höher drehen. Die Sache ist natürlich halt auch, dass, halt man muss halt natürlich, das halt andersrum quasi denken. Dass ich da halt nach unten gehen will. Und die Reflexion ist halt andersrum. Also, die Reflexion ist quasi halt invertiert, was hoch und runter angeht. Da muss man sich halt ein bisschen gewöhnen. Das ist nicht so schön wie die vollkommene Invertierung. So, in manchen Spielen, wie man es kennt, aber oh Gott, hier ist der Tunnel. Ich würde empfehlen, sich auf Wario zu fokussieren und nicht auf den Rand, weil sonst geht das eventuell sehr auf die Augen. So, ah, perfekt. So. Und ich denke nicht, dass wir diese Türen irgendwie benutzen können, um hinterzukommen. Selbst wenn, wird doch vermutlich nicht sein. Und wenn, dann wäre das extrem arschig.
ja. Oh, jetzt erquetschen mich, okay. Das sind Mäuse. Oh, ne, Reflexionen sind aber nur manchmal Mäuse. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwas bringt. Hier sieht man den Schalter nur im entsprechenden Winkel. So. Ah, das ist der Bereich. Wir haben jetzt eine Spielerei mit dem Löwen. Man kann natürlich einfach, Ach, Moment, was? Wenn du in so einen Teil reingehst, um hinter die rechte Wand zu kommen. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Ich kann es mal probieren. Also kommen da bei Hitbox doch noch nicht draußen hier. Okay, dazu muss jetzt auch entsprechend halt ein Kreisel kommen, wo ich rein könnte. Schaut aber nicht so aus, als könnte ich da rein. Nö. Ich stelle mich hier noch elendig. Aber schaut nicht so aus, dass man da rein könnte. Dann hier kann man halt an diesen Löwen ranspringen, um rüberzukommen. Theoretisch kann man sich das auch einfach kneifen, den Schaden nehmen und schneller rüber. Theoretisch. Ja, the terrible portraits hanging on the wall will extend their hands and try to attack you. Ja, ja. Oh, ja, da habe ich super das getroffen. Ich bin ein wahrer Genius. So, und das ist halt wie mit den anderen Gegnern. Muss ich doch die Hände angreifen? Tja, nein, man muss das Gesicht angreifen. Okay, lass halt los. Kein Ding. Ist nicht so, dass ich probieren wollte. Warte. Warum lässt den automatisch los, wenn ich zu nah dran bin? Okay, das wusste ich nicht. Nee, das ist nicht. Ich probier's nochmal in der Hand. Okay, es waren doch die Hände. Okay. Und ich darf einfach nicht zu hoch springen, weil er dann einfach den Gegner loslässt. Das ist sehr weird, aber na gut. Ich mag nicht die Effekte. Na komm, nicht jemand. Oh, Frameverlust, nein. Okay, he did. Oh, das hat noch Schaden gemacht. Wie fies. Guck mal kurz. Wir haben bisher zwei weitere Schalter aktiviert und ich habe nicht diese. Ah, okay, hier ist der gelbe. So. Oh, Point of No Return. My favorite. Oh, was kann eigentlich, die Gegner-Designs sind sehr weird. Aber ich mag die Musik. Ich finde die sehr atmosphärisch. Der Sound, wenn man auf die raufläuft. Feinstes Leder. Nicht zu verwechseln mit Kaschmir. Avaro ist ziemlich fit, muss man mal sagen. Achso, Münzen, die übrigens so im Vorfeld so gelegt sind, die kann man nicht aufsaugen, wollte ich sagen. Ich weiß, dramatische Sprungeinlage hier. So.
Ich bin auch schon fast stone, bis ich ja gar noch keinen Knoblauch mähen. Das ist auch was. Ich hoffe, dass jetzt da zumindest nichts so, oder war. Na, kommst du ran hier? Er mag übrigens nicht mit Gegnern geschlagen zu werden. Oh, sie haben es geblockt. Die Schweine. Na gut. Oh, ich höre den Schatz-Sound auf der Seite hier. Wo genau? Oh, ich habe eine Idee. Nee. Lass mich mal hier durch. Oh, kann ich nicht mehr zurück? Aber es ist direkt hier rüber quasi. Das verwirrt mich gerade sehr. Hoffen wir einfach, dass es quasi drüber ist. Ich habe auf den Boden geschaut, ich habe es aber nicht gesehen. Aber wir kommen da schon wieder zurück. Moment, ich krieg das hin. Kann auch sein, dass es halt da drüber ist, ne? Okay, ich krieg's nicht hin. Okay, ich kann wieder nicht zurück. Das ist überhaupt nicht nervig oder so. Ah, hier ist zumindest eine Truhe. Ne, da habe ich bisher auch alle eingesammelt jetzt. Ach, das war der hellgrüne Schalter, ein Stockwerk drüber. Wir sind ja durch ein... Ups. Durch ein... jetzt bin ich gerade... Moment. Durch ein Loch gedingenst. Hier nach unten. Das war das. Okay. Das war ein wenig verwirrend. Ah, warte. So. Habe ich wieder viel zu kompliziert gedacht für den Mist. Ach, das ist das. Ich habe fast nicht den Weg bekommen. Ja, hier war das, dass ich irgendeine Schatztruhe nicht gefunden habe. Die Luken habe ich allesamt geschafft. Aber die haben ein bisschen mehr HP als erwartet. Whoops. Okay, bei denen wusste ich nicht, dass dann die Form quasi nicht kaputt geht. Das ist ja fies. Na gut. Dann gehen wir zuerst hier lang. Ich glaube, hier war optional. Glaube ich. Hier ist dann der Schatz. Ich glaube, das war gerade nicht dunkelblau, sondern hellblau auf der Fläche. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass das gerade hellblau war. Oh, das hier könnte auch wieder ein richtiger Weg sein, ich weiß es nicht.
Okay. Ah, hier ist zumindest der hier. Nido. Gehen wir jetzt erst hier hin. Oh. Some houses can be seen only in mirrors. Nach Mensch, we are surrounding the mirror. Oh, ich glaube, wenn man sie befreit, dann sagen sie thank you. Thank you im Englischen. Na, wirkt das, wenn Vare sein Booty shaked? Ah, das ist dann für die andere Seite. Und hier ist. Aha. Gut, dann bin ich sogar zuerst richtigerweise auf die andere Seite gegangen. Arsch. Komm her. Oh, ich glaube, er hat sich gerade selber umgebracht. Trauriges Schicksal. Ah, das kann ich auch zeigen mit diesen Blöcken. Die man stellt sich drauf und dann fallen sie runter und man ist tot. Oder in dem Fall fällt man ein bisschen und steckt ewig fest. Hm. Könnte vom Winkel her klappen. Na, probieren wir es doch mal. Okay, es reicht doch nicht. Oder es geht näher ran und ich sehe es einfach nur nicht. Aber ist ja auch wurscht. Ja, genau, viel Spaß auf der Seite. Auch wenn das theoretisch schneller geht, weil es nicht im Uhrzeiger sind, aber halt doch, also, nee, es ging den. Nein, ich bin doof, ich hab's vergessen! Oh. Back to the drawing board. Dann können wir mal die andere Seite einfach probieren aus Jux. Und olé. Und olé. Und das war schon. Dramatisch. So. Mein Gott. Ich wollte natürlich nur die andere Seite zeigen. Also, so. Und hier ist dann noch ein Goldteil. Ja. Viel Spaß. So, und jetzt können wir die andere Seite erkunden. Ich glaube, wir haben 4 Schätze. Ne, wir haben sogar schon 5. Hey. I think that's well. So. Ich will nur mal kurz nachschauen. Ne, die Balken müssen nach oben. Juli. So, und das sind die. Aha, was ist das denn? Oh, das hätte ich jetzt fast nicht erkannt. Das ist jetzt rein zufällig hier, aber ich kann mich noch an die Kammer erinnern. Hier muss man nämlich diesen Muster drauf haben. Bam! Oh. Immer hat man einen Versuch hochzukommen. Vielleicht kann man die Kamera drehen. You might find areas that appear to be dead ends up ahead, but just search around. You may not be able to see the way out at first, but there should be hints reflected in the mirrors. Was bringt mir dieser Hinweis, nachdem ich dich gefunden habe, du Knitsch? Kann sein, dass ich diese Kammer damals nie gefunden habe. Das kann sein. Mir hatte ja eine Elf hier gefehlt. Ja, okay, von dem Weg her kennt man es besser, aber der Gegner spawnt ja auch hier super gemein. Diese Bitch. Ah, und da ist dann das Gitter. Oh, das ist natürlich gezielt. Und die, das hier hört man immer hin. Ja, das sollst du ja auch hin. So. Na, gib mir eine, warum nicht? Gib mir mal eine! Oh, nehmen wir jetzt einfach mal den Gegner schon mal mit. Gib her, los. Das war kein Gegner, du Arsch.
Genau, den hier will ich. Na gut. Den einen kann er behalten. Ah, oh, es war gar kein Kampfring. Oh, ich glaube, wir sind auf der letzten Etappe. Glaube ich. Oh, hey, sehr, sehr Spaß. Sehen jetzt. Nein, ist doch klar! Und jetzt darf ich es nochmal von vorne starten, oder? Ja, das ist ja natürlich ein Spaß für die ganze Familie. Auch schon das hätte ich machen können, schon doof. Ich hab's vergessen. Ist mir wurscht! Yes! Hab ich ganz vergessen, dass er geht. Ey, alles gefunden. Nee, ich hab's Gefühl, wir schaffen das hier gerade. Das ist cool. Aber noch ist nicht vorbei. Ach stimmt, da steht mir ein Gegner. Oh, ein Gegner mitnehmen hätte mir jetzt gebracht. Gott, Framerate, was ist gerade los? Ach ja, Gamecube-Spiel-Emulation. Gottes Willen! Oh Gott! Christ! Oh, whoops. Also was passiert, wenn man zu viel Flash-Effekte hat? Nein! Nein, du Bitch! Warum? Ich hab doch gegengehalten! Und weißt du, was das heißt? Ich darf dann den ganzen Scheiß nochmal machen. Also mit dem Bossgegner. Yay! Gut, dass ich gegengehalten habe, hat sie ja vorhin erwartet. Oh, was ein Kack! Und jetzt heißt wieder, die suchen einen Trampolin. Oh, Tatsache. Und mal wieder hier absolut alles aufklamüsern dürfen. Ja, wow, das... Ja, komm, wenn wir hier schon alles kaputt gemacht haben, kannst du auch die letzte mitnehmen. Puh. Das ist einfach nur Apfel. Und nochmal von vorne, yay! Oh, das heißt wieder Framerate des Todes. Einfach in die Wand jagen, dann oder auch nicht. Ich würde sagen, dann lösen sie schneller auf. Tun sie das? Tun sie es nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Ferret! Ich konnte den Kamerawinkel nicht verändern. Ups. Ach, das ist nur Blitz. Jesus Christ. Danke. Oh. Meine Güte. Das war ein Abenteuer. Hm. Wo ist dieser Block hier? Einfach nur als Verarsche, oder? Außerdem ist dieser Sound verbuggt. Hä? Was war der Sinn von diesem Block? Keine Ahnung. Ah! Du willst... Nein, nein! Warum? Ich halt doch schon in die andere Richtung! Mann, ey, und jetzt wieder die scheiß Box hier. Ich hasse es. God fucking damn it.
Oh, lass mich durch! Ich bin Arzt! Gottes, ja, scheiß auf die Münzen, ey. Komm immer so schneller voran. Gott, Sakramente. Nein! Oh. Lass mich in Ruhe, du Bitch. Ich muss auf den Hintergrund zuschauen, ich habe mich hier nicht ablenken lassen. Ist hier irgendwas? Ich kann gar nicht nach oben schauen, ist ja fast schon fair. Moment. What? Moment. Wie bitte? Was ist denn? Moment. Oh, immer noch bekommen. Neat. Aber es sind jetzt zwei Schalter. Ich habe ein ganz gutes. Ja. Oh nein, mir fehlt ein Schatz. Nee, der war glaube ich hinten. Der war glaube ich hinten. Lass ich erstmal hier rein. Ich hoffe es jetzt einfach zumindest. Hör auf zu jagen. Das heißt immer, ich habe schon mal alle Gremlins hier. The Mean MC. Seid ihr glaube ich a coward. Aber ist cool. Oh, das war zu lasch. Das hier ist der kleinste. Let's go. Easy. Ja, mir fehlt nur noch der eine Schatz. Moment. Ja, ansonsten habe ich auch alles. Aber ich konnte den Schalter auch jetzt erst aktivieren, also muss es hier auf der gleichen Höhe sein. Oder ich. Nein! Nee, oder? Moment. Das ist. Warte. Weil das ist jetzt oben auf der anderen Seite, sagt mir jetzt nicht, ich muss das ganze Level nochmal durchheizen. Oder halt theoretisch den Boss machen und dann nochmal reinspringen. Moment. Ach, ich geb mir mal das Trampolin für testen. Oh, kann ich einfach Glück mit den Teilen haben? Scheinbar nicht. Erstmal nur. Pff. Danke. Haha! I bitched the system. Wenn man halt nach weiter nach hinten springt, dann haut sich halt auf die gleiche Höhe hoch. Oh, ich hab's gerettet! Yay! Und wir haben alles! Geil! Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diese eine Bodenluke verpasst hatte. Niemals. Oh, schade, ich war doch nicht schneller. Cool, das heißt, wir haben hier sogar alles. Das lief sogar besser als erwartet. War doch dessen lang, weil ich mir so viel. Hä? Kannst du? Warum? What the fuck? Ich wollte gerade sagen, warum fahre ich die ganze Zeit hier von der Wand weg? Man sieht auch, dass man langsam einfach entsprechend auch 6 Kristalle braucht. Und das ist in der zweiten Welt ziemlich kacke. Oh hey, der Goblin ist die ganze Zeit hier. Ain't it nice? Oh nein, jetzt kommt das Ratespiel. Wenn man den Falschen schlägt, dann passiert auch ein wenig. Also, oder es kommt ein Gegner raus, aber. Achso, ich muss schlagen. Und dann bin er nicht raus, dann muss man nochmal schlagen, was schon eine echt Arschaktion ist, bis ich da auch mal gekommen bin. Oh, wenn die Physik Engine ausrastet, ich liebe es. What? Na, okay, gut, wenn ich mit welchen Gegnern in der Hand gegen irgendwelche Sachen ranspringe, dann lässt Wario sich einfach los, weil. Das ist ja fies. Ciao. Was eine Gemeinheit. Na gut. Also nicht irgendwie versuchen, ihn zu ärgern oder so. Er hat's aber auch mit der Ecke. Einfach hier so. Bitch. Mir ist auch aufgefallen, dass viele Bossgegner inzwischen schon gar nicht mehr so viele Münzen droppen bei der Verprügel. Hi.
Erinnert sich das nicht an ein gewisses Spiel mit Torten? Oh. Kommst du ran hier, Bitch. Mario Party? Ah, man kann mir indessen sogar doch weiterschlagen, dann kann man sogar die... Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ups, aber ich glaube, das... Ne. Das ist blöd. Schade, da wollte ich jetzt gerade über Mario Party quatschen und dann so was. I'm sorry. Ich habe dafür gesagt, dass es länger dauert, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, das war jetzt ja recht. Mit Affen, die Torten servieren. Und dann muss man es halt erraten, ob Torte oder Bombe ist. Aber das lief ziemlich gut. In Mario Party, wo Affen sind, und halt dann solche Servier... Platten mit Haube haben und darunter sind wir eine Torte und eine Bohne und dann verteilen sie sich und du musst halt dir merken, wo Torten sind. Dann nimmt jeder Spiel nacheinander entsprechend halt einen Affen ran und entweder ist es eine Torte und man überlebt oder es ist eine Bombe und man stirbt. Weißt du jetzt, welches ich meine? Oder war das Punkt ein Fick dich, warum erinnerst du mich daran? Ach so, ah, okay, also war das doch richtig. So! Jetzt kommt der große. Wo ich zwei Luken. Ne, ich glaube, man braucht 05. Ne, man braucht, glaube ich, 6. Wo ich zwei Luken garantiert nicht geschafft habe. Das wird ein Spaß. Man kann den Kamerawinkel wieder entsprechend umstellen. So, hier müsste jetzt eine Dame sein, ja. Die man halt auch entsprechend überspringen kann, wenn man es richtig macht halt. Ich mach's jetzt einfach, weil dann ist er weg. Oh, wups, jetzt ist kein Gegner gespawnt. Da war ich zu schnell. Ich bin auch gespannt, ob ich das packe. Ich kann mich halt einraumen, ich habe bis heute keine Idee, wie ich das am ehesten machen soll. Ich versuche dann irgendwie damit sechsfacher Mathematik der höchsten Algebra-Stufe. Aber ja. Hier war noch keine Luke. Hier war zumindest der Schalter. Warum kann ich denn nicht hoch? Ah. Interessant. Na gut. Nimm jetzt erstmal kurz den Schatz mit. Das hat getroffen. Yikes. So. Und das sieht hier aus, als könnte man da rein, aber man kann es nicht. Das ist sehr weird. Ich frage mich, ob das so ein Hinweis auf Cut-Content ist. Oh, stimmt, hier war noch die Dame. War noch irgendwo eine rote? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Okay, man hat der Treffer noch gezählt. Ist auch ganz cool, dass man halt die Gegner hier quasi zum Blocken und so benutzen kann. Oh, das hat jetzt nicht gezählt. Ist ja fies. Ich glaube, hier war irgendwo eine Eisenluke in der Nähe. Da war auch nichts.
Ja, hier ist der rote. Ich glaube, hier war eine. Okay, normale Luke, nehmen wir einfach so. Ich glaube, das ist eine von denen, die ich nicht geschafft habe. Ja, das ist die. Oder? War das die? Ja, das ist eine von denen. Also. Wir müssen irgendwie hoch. Und das auch schon die ganze Krux. Wir müssen irgendwie. Ah, ich habe eine Idee. Moment. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! War das der? Ich glaube. The stone cold statue in front of the ladder is made of the three blocks that contain its eyes, nose, mouth and a weak spot. Und gucken. Oh, war noch irgendwie weiter oben davon? Irgendwas? Und das habe ich noch nie bekommen? Ich weiß es nicht. Weil ein Block geht ja ganz weit nach oben. Ich kann nicht höher gucken. Ich glaube einfach mal, dass hier nicht noch ein Goldding jetzt war. Für nichts! Yes. Ich erinnere mich daran, dass ich sehr jung war, als ich das zuletzt gespielt habe. Also das Level hier, ne? Ah, dafür brauchte ich das Eisendingens. Ach, kommt doch einfach her. Komm ran, Bitch. Danke. So. Was ist das denn? Ah, Moment. Na! Well. Ah. Ah, und darunter ist der andere Gedöns hier. Moment, da machen wir so ganz leicht. Okay, das sieht zwar ganz cool aus, aber das ist halt auch so. Okay. Mario, hör auf, diese Kackkante anzufassen, Mann. Ach, dann halt so. Ach, da war ein Block, den habe ich nämlich nicht gesehen. Das Big Scorpers are so annoying when they burrow in the sand. I hate those things. Use a ground pound move to force them out. Ja, das hat ja super funktioniert beim letzten Mal. Ciao! Bisher läuft's gut, aber wir wollen ja auch nicht den Tag vor den Abend loben. Habe ich schon die rote Platte hier unten gesehen? Ich laufe einfach nochmal lang. Ah ja, genau, hier war das nämlich. Die Musik ist cool. Aber halt Wario World Standard, ne? Was, wenn nicht ein guter Soundtrack? Ich glaube, man konnte dann nach drüben abkürzen, aber dann verpasst man halt Dinge. Eventuell macht sich sowas halt ja in einem Speedrun ganz gut. Aber das tun wir ja nicht, wir machen ja 100% drüber. War hier ansonsten noch irgendwas? Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe das Gold. Aragorn. Da hätte nicht du. Der hat sich selber abgeschossen. Geil, ja, komm mit. Ah, ich weiß, was hier unten kommt. Das ist irgendwie cool. Es ist der Boss. Der zweite Boss des Spiels. Das ist auch das einzige Mal, dass das auftritt, was sehr komisch ist. Ich habe das Gefühl, das sollte eventuell sogar öfter vorkommen. Ich meine, es ist thematisch zwar passend, aber es ist halt trotzdem komisch, dass das halt jetzt nur so einmal passiert. Ich kann mich übrigens nicht mehr an den Boss dieser Welt erinnern. Das ist immer der einzige, den ich komplett vergesse. Achso, so macht man das übrigens, dass man nicht vom Sand die ganze Zeit weggeschoben wird. Dass man beim letzten Angriff, also nach dem zweiten Angriff einfach springt. Dass man halt. Ups. Wenn man natürlich schon nah genug dran steht. Und man nicht so unfähig ist wie ich. Und jemand, der auch gerne Devil May Cry spielt, ne? Aber Wario World Tech ist einfach schwerer als dieses Publikum der Devil May Cry. Man muss den ja auch gar nicht besiegen, von daher. Glaube ich zumindest. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aha. Also wahrscheinlich wieder Boxen. Ja. Oder?
Mit stehender Boxer haut er den zur Seite, das bringt mir aber nichts. Ah, ich kann uns zwar an die Seite hauen, dann gehen sie hoch. Das kann ich theoretisch tun. Oder ich kann sogar... Ne, dann haut es den weg, aber ich kann das hier zumindest probieren. Stimmt, das passiert dann. Na, oh, das ist gar nicht das passiert, was ich wollte. Jetzt denke ich wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert. Indem ich zumal nichts hingeschissen bekomme. Warum kann ich ihn nicht hauen? Jetzt an. Okay, das ist schon mal nicht. Nein! Ich bin mir sicher, dass das auch eine dieser Lupen ist, die ich nicht geschafft habe. Okay, wir haben einen einzelnen Block. Ich nehme an, dass wir den hauen müssen, weil wäre sonst sinnlos. Wenn ich ihn dagegen haue, einfach mal rühren. Ja, Wahnsinn. Und weiter? Der hängt jetzt da an der Ecke fest. Ich habe eine Idee. Aber ich bin sicher, ob das klappt. Die Sache ist, wenn halt, du auch, okay. Halt, wenn zwei Blöcke so aneinander kommen, dann hauen sie die ja hoch. Oder halt, wenn sie von unten treffen. Wie könnten wir das hier machen, das von unten trifft? Gar nicht. Aber wenn zwei Blöcke direkt aneinander treffen, dann hauen sie hoch. Könnte es sein, dass wir das über die Seite machen? Das heißt, wir müssen irgendwie anders auf die Position hier boxen. Das ist halt die Frage, wie man das macht. Wenn überhaupt. Ich hasse es. Das auch schräg ranhauen bringt in den Winkeln nichts, was ich machen kann, weil es außerdem dann wieder die Blöcke zurückhaut. Mach du. Also sag. Wenn das probiere ich ein bisschen weiter. Wenn du die hast, dann hau ruhig raus. Also so trifft er nicht. Das heißt, wir könnten theoretisch versuchen, den Block da ranzuhauen, aber das geht auch. Oh, warte. Moment, ich glaube, ich hab's. Ich hab zumindest das Perpetuum Mobile gebaut. Moment. Moment. Ich will ran. Ich hab keine Ahnung. Moment, Moment, Moment.
Gut, ich hab jetzt eine Idee, weil man kann die Blöcke so hin und her bouncen. Da wäre jetzt die Idee, dass man halt irgendwie so, dass halt einer dieser, dass man halt hinten ranbaut und vorne ranbaut und dann die Blöcke halt so ranbouncen. Aber wie kriege ich das umgesetzt? Ich glaube, der eine Block ist falsch. Ansonsten glaube ich, dass das sogar geht. Moment. Moment. Oh, das ist zu weit. Der ist ganz auf der gleichen Höhe. Wups, das war jetzt falsch gedacht. Das ist jetzt blöd. Also die Idee wäre jetzt, das halt quasi mittig zu bauen. Also mittiger, dass es halt dann so seitlich halt dann rutscht. Und dass halt dann quasi ich halt einfach nur von dem Block abspringen muss, um in die Mitte zu kommen. Ich habe es aber gerade falsch gebaut. Die Mitte ist auch viel zu kompliziert, ich weiß es halt nicht. Sache ist, wenn ich sie an den Säulen hier platziere, kriege ich sie nicht mehr von der Wand weg. Außer sie werden seitlich. Nee, seitlich anhauen bringt auch nichts. Dann geht sie auch nicht weg. Und ich glaube, mit dem Block hier muss ich starten. Ich habe schon wieder falsch gebaut. Mann, ey, kann ich mir das bitte merken, dass ich. Das zum Einzelnen haue, das ist doch nicht so schwer. So, das ist jetzt auf der Höhe. Wenn ich jetzt noch eine hier hinterkriegen würde. Warte. Fuck. Moment. Nein, wie blöd. Oder? Ja, doch, es könnte funktionieren. Natürlich kann ich jetzt den runterboxen, aber das bringt mir ja nichts. Das ist jetzt wieder toll, wie irgendeine Atomphysik, die ich hier zusammenbaue. Aber das hier könnte in der Theorie funktionieren. Ist jetzt halt nur immer das Problem, wenn ich es halt einmal jetzt verkacke. Nein! Und jetzt hat sich das vermutlich erledigt. Jetzt haben wir nämlich den Scheiß. Und das bringt mir einen Fick. Oh, scheiße. Die Idee wäre gerade gewesen, dass ich halt mir dann so eine Straße baue, halt, weil ich glaube, ich kann von der Höhe ran springen, wenn ich auf einem Block bin. Aber. Das reicht halt so von der Reichweite her nicht. Deswegen will ich halt mir so ein Perpetuum-Dingens halt mittig bauen, aber. Ist einfach kacke mit den Säulen. Wenn ich irgendwie hier an die Wand ranhaue, ist auch dumm. Wie kann ich das bauen, dass ich dann einfach mittig starten kann? Theoretisch, dass die beiden so bleiben, wie sie sind. Dass ich die beiden so lasse, wie sie sind und mit dem Rest irgendwie arbeite, dass ich einen Block dazwischen kriege. Wie mache ich das?
krieg keinen Block so dazwischen hin, oder? Wie sollte ich einen Block dazwischen bauen können? Also wenn ich drei auf die gleiche Höhe kriegen würde, die dazwischen liegt, könnte ich einfach einen der Blöcke, wenn sie rumgeschuckelt sind... Ne, der mittlere ist dann ja... Also ich müsste irgendwie einen ranbauen können, müssen, theoretisch, sonst würde das gar nicht funktionieren. Aber es geht ja auch nicht, weil der Block ist dann konstant in Bewegung. Dann kann ich ihn auch nicht anhalten.
genug. Ja, schon gut, jetzt bist du hier. Gottes Willen. Ist es nicht nah genug, wenn ich so springe? Ich probiere. Ich bin zu wahnsinnig, ich muss ihn aus der Luft nehmen. Oh, Gottes Willen, warum ist es auf der Seite? Ich kann jetzt einfach keinen Stamper machen, weil dann geht der Block nach unten. Glaube ich. Ja, fuck it. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Wenn es andersrum wäre, dann würde es funktionieren. Da wäre ich nämlich lange dran. Dann würde auch der Sprungwinkel besser funktionieren. Der kommt halt nicht ran. Was soll ich mit diesem dümmlichen Block anfangen? Es kann doch nicht sein, dass ich von mir jetzt fucking One statt ziele wie so ein Champ. Das kann's ja nicht sein. Aber so kriegst du es halt jetzt auch nicht gebaut. Moment. Jetzt hab ich das anders gebaut, oder? Vorher war das Lenk. Nee, war es nicht, aber. So Breitseite wäre vermutlich besser, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es nervt. Moment. Das ist auch nicht näher, glaube ich. Nö. Oh, der Chat. Moment. Kann ich denn ehrlich sein, dass ich hier einen Shot habe, zu versuchen, den zurückzuboxen? Oh! Ah! Ah! Und jetzt hat er aufgehört, sich zu bewegen. Warum? Egal, es hat geklappt! Und das ist wirklich die Erwartungshaltung, von denen du jetzt einfach verkackst, dass du nochmal baust. Das kann doch nicht die Lösung sein. Weißt du, was aber meine größte Sorge hier ist? Dass hier irgendwas spawnen kann. Ich hoffe einfach, dass das jetzt reicht. Was für ein Kick. Leuchtet's? Leuchtet's? Nein, es leuchtet nicht. Ja, ich hatte den Block rangehaut und dadurch hat er dann das Momentum verloren. Also der, den ich da... Keine Ahnung, ich habe irgendwas getan, es hat funktioniert. Und scheinbar haben die das sogar erwartet, was meines Erachtens jetzt gerade irgendwie schon eine ziemliche Unverschämtheit ist, weil... Pardon, aber... Das ist weit über... Weit über dem, was sonst so erwartet wird hier in dem Spiel. Das kann doch nicht die offizielle Lösung für den Kram sein, ey. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, stopp! Ey, ihr Schweine. Ghost was saying that the laser used by the laser jiggerfish is dangerous. Das hat. Oh. Arschgeil. Und hier zeigt er jetzt so, oh, da ist noch was drin. Ja, Mensch. Habe ich schon vermutet. Oder kannst du mir mal schicken? Ups. Keine Ahnung, warum man jetzt da noch rum soll für ein paar Münzen. Hm. Vielleicht kannst du mir die Lösung einfach auf Discord oder so schicken. So, back into business, I guess. So viele Schatzfelder aktiviert. So. Aha! Da war eine Luke. Es ist die Lucky Luke. Das gleiche Lösung wie in diesem Raum hier. Ey, ich spoilere mich jetzt hier nicht, okay? Ja, kann ich gleich machen. Achso, ich dachte gerade. Nein, ich bin tot! Nein, ist gut. Das war nichts.
Ah, Super Mario Sunshine! Moment, hä? Oh, ich weiß versuchen, das zu überleben, oder was? Bis das näher kommt, oder was? Oh, Gottes Willen. Ja, ist überhaupt nicht kacke mit dem Stachelball, ey. Oh, no. Oh, ich hab hier meinen Meister gefunden, ey. Ach stimmt, der dreht sich dann ja weiter. Ich bin grad doof, ey. Oh, Jesus, ey. Slopes in fucking Mario-Spielen. So halt so dieser Millimeterunterschied zwischen ich kann darauf stehen und ich sterbe elendig. Nein, nein, nein. This gonna be fun. Aber spielt doch geduldig. Ja, und dann ist da hinten das Ding jetzt immer noch nicht hier. Die fucking Daisy. Nein, das war zu früh. Oh, Jesus. Ich hab den Kontrollstick danach sofort wieder losgelassen. Ich hab Momentum. Oh, Mensch, ich bin auf der falschen Seite. Warum geht das als Abprall, Junge? Komm, das war so weit oben. Ah! Gut, dass man hier nicht konstant Leben verliert. Das wäre... Er ist in einer Standposition. Warum rutsche ich weiter? Es erlaubt mir, darüber zu laufen und dann rutsche ich wieder runter. Oh, geil. Hat das jetzt schon gezählt? Hätte ich schon stehen können? Ich weiß es nicht. Ah! Jetzt hier der ganze Spaß, ey. Ich glaube, es ist eine bessere Idee, wenn ich einfach mittig bleibe, I guess. Ich glaube, das ist hilfreicher. Nicht durch. Oh Gott, nein, der macht die andere Richtung. Was? Oh, es ist so ein Spaß. Weißt du, wenn es wenigstens nicht diese Eisenstacheln wären. Aber nee. Los. Oh. Tja. Trifft das Loch und ist nicht fahrer. Alter, ist das hier ein Käfer? What the fuck? Was zum Fick? Wie kommen hier die ganze Zeit irgendwelche Käfer rein? Ey, mein, das Fenster und so alles zu, ey. Tritt Gameplay. Oh. Wenn das Ding ist geschafft. Nein, 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 nein! Ah, komm, Bruder, komm her! Oh, Masse, gut, dass du vorher nicht hier warst, ey. Wir hatten gerade einen Rätselraum. Und scheinbar gibt es dafür eine sehr einfache Lösung. Und was hier im Stream gemacht hat, das war
fucking 5D Schach. kann man sich ja später nachher im Wort irgendwie anschauen, aber ich kann es dir halt schicken, ey. Oh, vorher mit den Blöcken? Das hast du gesehen? Oh, okay. Gut, scheinbar ist die Lösung dazu bedeutsam einfacher. Der liebe Hanon kann ja mal das andere Lösungsvideo reinposten. Ich weiß gar nicht, ob ich Links erlaubt habe oder nicht. Oh ja. Gibt einen Schwachpunkt, du Bitch. Aber wenn ich schlage, dann bewegt sich nicht weiter. Das macht es natürlich angenehmer. Stimmt, du hattest ja auch, ich hatte ja mal dir das Spiel gegeben für die Spiele-Challenge und hast du es ja regulär gespielt. Ich habe das Gefühl, da waren noch Sachen hinten, aber ich glaube, da kommen wir noch hin. Hoffe ich es einfach mal. So, und hier ist die nächste Schlachtarena. Okay, das trifft nicht. Okay, noch geschafft. Ah, es zählt! Yes. Neat. Das ist schön, immer zu versuchen, das alles komplett zu schaffen. Moment. So, wir können eine Ecke bauen, eine auf dem Boden und eine über dem Block und dann eine Schaumattacke ausführen. Ich weiß nicht, ob das hoch. Oh, ich wusste nicht, dass die Skybox so hoch geht. Ich habe. Was soll dafür die offizielle Lösung sein? Das klingt beides so unfassbar nach What the fuck? Oh Mensch, ich hab doch ein Ding jetzt hier gehört. Aber scheinbar ist er nicht hier. Oh nein! No. Oh ja. Aber heute im Stream wird das Spiel vermutlich nicht beendet, solange wir jetzt schon dran sitzen. Ah! Aha, wer kann denn hier am Rand lang? Aua, das bringt mir ein Shit! Warum kann ich denn hier hin? Ah, immerhin. Na gut, muss man auch erstmal wissen, ne? Aber hey, dafür wurden wir sehr kreativ. Das ist doch auch quasi schon ganz cool. Ups. Aber es ist cool, dass es funktioniert hat. Na, ich wusste, dass sie hochfahren können. Das habe ich ja im nächsten Raum dann gemacht. Oh nein, das ist der Spaß. Und hier nehme ich sogar Schaden. Ach, gut, das heißt, es wieder konzentrieren. So. Nein, 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 nein. Micro-Move, Mensch. Nein, nimm mich mit! Ich trau dem Rad nicht und springe einfach auf jeden Block. Da war der Lucky, das hab ich nicht geschnallt. Ah, schön. Oh, bisher nehmen wir alles mit, das ist doch erfreulich. Aber irgendwo soll noch ein Gremlin sein hier an der Seite. Also ich höre es von der Seite, es kann auch auf einem Highground sein. Na gut, wir müssen einfach mal schauen.
Ah, wir haben zwei Wege. Ah, hier ist eine Luke. Gut. Ups. Tut mir leid, alles das. Ach, die bewegen sich ja, stimmt ja. Kann man schon noch machen, ohne Schaden zu nehmen, aber. Hier, ja, Arschgeld. Moment. Aber das reicht nicht. Aber mit dem Drehsprung reicht das. Zeit für die illegalen Moves. Wenn ich Winkel besser könnte. Gottes Willen! Ich mach das jetzt so, ist mir wurscht. Oh Gott. Okay. Nein, ich mach das jetzt so. Komm, das ist ja wohl. Das ist ja wohl machbar. Danke. Ich bin doch noch nicht das alte Eisen hier. So. Ich habe das Gefühl, wir haben ziemlich viele Schätze verpasst. Wir sind noch nur drei. Aber es sind noch zwei Gremlins, ey. Und den einen habe ich die ganze Zeit gehört und nicht gesehen. Das gibt nur wieder zu denken hier. Au. Oh. Ups. Geht nicht essen. Okay. Ich denke nicht, dass ich hier irgendwo runter will. Das hier aufsammeln. Ich habe immer noch nicht diesen Gremlin gefunden. Ich werde den gar nicht übersehen haben. Ist doch kacke. Lass ihn nur. Das ist. Oh, hier ist eine Luke, in der wir schon waren. Ah, okay, runterfallen wäre in dem Fall also die Schieße. Okay, wir haben hier zumindest alles. Hier unten ist zumindest nichts. Kann man hier rauf? Ja, aber ich denke nicht, dass es drin. Sitzt der ganz oben? Ah, ich glaube, ganz oben ist noch der Elf und dann ist da noch eine Luke, glaube ich. Bei einem Kristall müssen wir noch fehlen. Ja, kann sein, dass in der oberen Luke dann der letzte ist. Und mir jetzt einfach das Geschrei mich nur aus der Bahn wirft. Das kann natürlich auch sein. Ich sage es natürlich wegen den ganzen Schätzen, dass ich mir da auch entsprechend ein bisschen Sorgen mache. So, jetzt bauen wir es mal hier. Oh, das war zu hoch. Moment, jetzt krieg ich hin. Nein! Der ist ein bisschen höher. Oh. Moment. Komm. Ja, despawn. Nein. Ja. Warum ist das Ding jetzt nicht verschwunden? Oh, komm ran, du Bitch, ist das dein Ernst? Komm ran, komm, los. Nein, das wollte ich nicht. Ich hasse alles. Was? Scheiß einfach drauf. So, das sollte reichen. Danke. So, da ist ein Schatz. Oh, dann fehlt mir immer noch welcher. Habe ich irgendwo einen Schatz übersehen? Du musst doch mal. Ah, ne, hier sind zwei Schätze. Ah, wo ist denn hier keine Bodenluke?
What? Und ich sehe auch hier nicht den Gremlin. Also ist er nicht auf der Spitze? Ach, mir fehlt ein Schatz, mir fehlen zwei Gremlins und noch eine Buhnluke. Erfreulich, nicht. Gut. Ich glaube, das ist jetzt die sinnvollere Idee. Gut. Ein Schatz fehlt uns noch. Ich weiß leider nicht, welche Farbe. Bestimmt irgendwie blau oder grün oder so ein Scheiß. Ich meine, der Weg selber. Oh, warte, weil ich jetzt bei Long benutzt habe, sind jetzt auch diese Zwischenbosse nachgespawnt, oder? Aber das kann ich einfach umgehen. Entscheid habe ich auch. Wo komme ich hier hoch? Du kannst dich ja nicht festhalten, dein Ernst. Ich weiß es nicht. Wir haben auch halt irgendwo eine Luke übersehen. Das ist ja auch ein bisschen blöd, könnte man sagen. Nicht so sagen, scheiße. Also jetzt nochmal überall rumgehen und nachschauen. Klingt blöd. Ist er böse. Danke. Danke für den Service, aber nein. Nein, du Bitch! Ach, danke. Ich wollte nur gucken, ob da oben was ist. So, und hier war dann die Luke. Ah, hier ist der Schatz. Okay. Das heißt, den haben wir mal ge... Ist die ganz unten eins? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nö. Ich kann auch schauen, aber es ist halt die Frage, ne? Oh. Jetzt. Ich meine, ich sehe nichts. Das wäre irgendwo ein bisschen fies, aber mal schauen. Nö. Oh, danke, Mase. Ich muss reinschneiden. Dauert das auch wieder scheiße. Na gut. Nö, scheinbar ist das ein Nein. Und ganz oben scheint auch nichts zu sein. Ja, jetzt fehlt uns noch ein Gremlin und eine Bodenlücke. Da oben ist die Bodenlücke. Oh, ist ja fies. War die Luke, das ist schon mal gut zu wissen. Das war das hier unten. Wo ist gerade Gremlin? Ja, dann halt nicht. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Also machen wir an der Seite. Hier. Komme ich da ran? Muss ich mich auch scheinbar fallen lassen. Okay, wir haben beides. Oder auch nicht. Moment, ich kann auf die Statue, glaube ich. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir gleich alles. Und das andere war so ein Eisendingens, das ist kein Rätsel. Was schon ganz praktisch ist. Jetzt muss ich nur die entsprechende Stelle wieder finden. Nicht. Das waren die Sandwasserfälle. Also muss ich hier hoch. Boah, kannst du nicht festhalten? Ernsthaft? Wieder was gelernt. Obwohl es von der Höhe eigentlich reichen sollte. Na gut. Ich
muss jetzt sich dann irgendwie merken, wo das liegt. Wenn ich so zurückklettern kann, ich vermute, ich wäre auch sehr albern, wenn ich das versuchen müsste. Also ja, schau mal, ich habe ja doch die Bodenluken hier geschafft. Ist ja schon quasi ein Erlebnis, könnte man sagen. Das heißt, dann sehen wir sogar was 100% machen. Ich bin ja sehr gespannt. Hier nicht. Muss zwei weiter sein. Ja, hier. Könnt ihr Gegner spawnen, bitte? Da hat die Quelle. Komm ran, los, los, los. Muss ich noch das hier schaffen? Neat. Dann kann ich mich nicht erinnern, aber ich bin mir sicher, dass ich das geschafft haben müsste. Kann man noch garantiert abkürzen. Aber wir laufen jetzt einfach mal jetzt so quasi Siegestreppchen-mäßig ganz entspannt. Okay, das hier. Nee, warte, stopp. Wahrscheinlich da oben dann. Es ist so laut. Ich komme von hier aus nicht ran, sehe ich gerade. Scheinbar ist beides da in der Mitte. Ich bin ja schon ein bisschen gewillt. Nein. Machen wir das alles ganz entspannt hier. Mir das irgendwas an die Ecke zu gehen? Nö. Ich kann nicht hoch genug schauen. Hä? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe das Gefühl, dass alles nur verarsche. Ah ne, ich muss da hin. Ja, man könnte es auch entsprechend abkürzen, aber nehmen wir es einfach mal mit. Schauen wir uns, was sich die Entwickler so gedacht haben. Achso, hier oben geht es noch weiter. Oh, Gottes Willen! Ist ja ein bisschen Super Mario 3D Land. So, da könnte ich jetzt hin, aber ich will erstmal das Dingens hier haben. Hä? Ich soll die Treppe benutzen, um da runter zu gehen. Achso, und dann auf den Block hier zu warten. Nee, das ist zu weit von der Distanz her, bin ich mir ziemlich sicher. Hier kommt ein Block runter, I guess. Nee, hä?
What? Moment, was ist das für ein Weg? Also wollt ihr mir jetzt erzählen, ich bin komplett falsch gelatscht, oder was? Ich bin schon leicht gewillt, aber... Danke, dass man diesen Weg latschen kann für absolut gar nichts. Das ist ja... Da ist ja die Freude grenzenlos, könnte man sagen. Weil ich diesen Schnellweg gegangen bin, darf ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Ist das nicht ja freundlicher Käse? Oh. Und das reicht natürlich nicht, weil warum auch abkürzen können. Das hier kann man aber auch kürzen. Oh nein, das war... Nein, spring doch weit genug, du fetter Lümmel! Aha! Jetzt habe ich auch kein Geduld mehr für die Scheiße. Nix ganz in Ruhe. Fuck that shit. Los. What? Achso. Ging ja schon mal flotter als vorher immerhin. So, und jetzt dann gleich den richtigen Weg laufen. Her von und zu Exo. So, was ist hier der richtige Weg? Ist die Frage. Scheinbar dann hier auf die andere Seite, weil der Weg zur Seite nach rechts müsste es dann ja sein. Ja. Hey. In the last Breitling prisoner, there are 40 of us altogether, you know. How many did you save? Alle. So, und jetzt, achso, der Kristall, okay, da kann ich ganz leicht dann hier so, und damit haben wir die 100%. Ach, das ist die Fehler. Mensch. Ich hätte den Boss vorher machen können. Ich hätte es aber irgendwie lame, immer zurück reinzugehen, wenn man den Boss schon geklatscht hat. Oh. Eventuell jetzt doch mal. Wobei, es bringt mich nur zum Halfway Point. Also müsste ich das hier dann sowieso machen. Nein. Danke. So. Nochmal den Typen hier um dich Geld geben, weil er war ja so eine nette Hilfe, auch wenn man sich das wirklich sparen kann. So, du Bitch. Guck mal, Kamerawendepunkt.
Teleportation! So. Was war jetzt hier nochmal der Boss? Ich weiß es nicht mehr. Ich vergesse das immer wieder. Ich habe absolut keine Erinnerung mehr. Hast du es? Hast du es? Oh. Jetzt bringt die ganzen Hände um. Oh. Kann ich nicht boxen. Ah doch, auf dem Platten kann ich höher springen und auf den anderen nicht, deswegen ist das gerade passiert. Okay, dann kann man auch das machen. Gut. Okay, das geht. Aber es hört nicht auf, dass er Feuer spaltet, okay. Aber wenn ich auch nicht sterbe. Ach, danke. Ich hätte gar keine Erinnerung mehr an den Typen gehabt. Liegt auch daran, dass er von den anderen Boss einfach überschattet wird. Theoretisch kann man ihn ziemlich schnell machen, wenn man das mit den Händen richtig primet. Aber das muss man auch immer wieder wissen, damit man darauf besser vorbereitet ist. Nervig. Und da bin ich nicht verwundert, dass ich da Probleme hatte, als ich jünger war. Ich würde das jetzt mal gerne wissen, was die eigentliche Lösung für den Raum sein soll, weil das in der Ecke mit den Blöcken, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber in der Sache, die Sache ist halt, beide Prinzipien werden in zwei anderen Räumen beigebaut auf ganz leichte Art und Weise, wo das ja ziemlich automatisiert läuft. Deswegen kann es sein, dass wenn dir beides angedacht ist, aber es ist komisch auf jeden Fall. Erstmal will ich, Moment. So, auch hier haben wir alles. Ja, wir haben alles. Ich guck mal kurz durch. Alles und alles. Noch hier alles und auch da alles. Gut. Ups. Gut, das heißt, wir haben wirklich 100%. Bin ich ja schon sehr gespannt auf das Ending dann. Muss man ja schreiben, machen wir jetzt noch das Ending in dem Stream einfach oder. Oh nee, musst du mir jetzt sagen. Okay, ist auch die Frage, wie lange jetzt mal hier Captain Skull wieder dauert, weil der kann sich teilweise ziemlich strecken. Ich bin dein Vater. Schade fast. Oh. Oh, ich hab keinen Schaden bekommen. Cool. Okay, ich gehe ja schon rüber. Pff, danke. Ah, ich kann einfach von hier aus rüber, sehe ich gerade. Oh, das muss ich tun. Oh yeah! Das fühlt sich sehr gut an. Na 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 na. Komm ran hier, Bitch.
So, ich kann aber natürlich noch toppen, warte. Oh yeah. Yes. Das fühlt sich gut an. Das ist sehr kaffarig gerade. Ah, ich komme noch einfach so rüber. Ups. Das ist dann natürlich leichter. Da fällt er. Die Musik ist wieder sehr cool. Op, 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 op. Der Edge Cat. Der war natürlich voll beabsichtigt und so. Uff. Warum leuchtet der jetzt die ganze Zeit? Ich nehme einfach mal ein Fass. Ah. Oh, hey, Knoblauch, geil. Oh Gott, die Kamera. Nice. Hier runterfällt. Das ist schon gerade sehr comichaft. Okay, wir haben das nächste Mal. Gut. Renn nicht weg, du bist. Oh, er hat die ganzen Fässer kaputt gemacht. Moment. Ich glaube, er ist überfordert. Moment. Ich bewege mich ja schon, alter Mann. Feuer frei! Oh Gott! Okay, das dauert so zu lange. Aber ich habe eine Idee. Feuer frei, Bitch! So. Mein Freund. Das war ein spaßiger Fight, geile Musik. Oh, you die! Es war ein Geist! Das ist ein cooler Boss. Und der bleibt auch wesentlich eher im Kopf als dieser komische Statuenknecht im anderen Level. Die Sache ist, dass Tibian, die hat nicht die Kristalle angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob die Kristalle überhaupt nötig sind für 100%. Ich gehe einfach mal von aus. So, damit ist die vierte Welt geschafft zu 100% und generell haben wir 100%. Das sei denn, es kommt jetzt irgendwie noch eine geheime Welt oder irgendwie so ein Shit, von dem ich nichts weiß. Aber ja, das war die Welt. Das war Savarino. Wir haben alle Herzen. Das ist cool. Das ist gerade sehr, sehr befriedigend, möchte ich sagen. Ups. Aber auf Wunsch hin wird das erst beim nächsten Stream finalisiert, dieses Projekt. Weil es war schon 1 Stunde 45. Aber ich bin ziemlich froh drum und ich bin auch, um ehrlich zu sein, ziemlich stolz auf den Raum, dass das geklappt hat. Das heißt, beim nächsten Stream machen wir vermutlich ganz entspannt das Finale. Ich habe wahrscheinlich mein Fazit so ein bisschen über das Video halt strecken, so zu Level und bla. Ich hatte es zwar schon so öfters zwischendrin halt kundgetan, wie ich zu Level und Co. stehe. Aber falls jemals wieder irgendwer in der Zukunft da fragen sollte, na, wie steht denn der Exo zu WarioWorld auf dem GameCube? Da kann ich jemand sagen, yo, schau dir einfach das Wort an. Gib mir die Klicks, gib mir das Money. Nee. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auch. Größtenteils. Und ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal.
Oh, stimmt, weil ich das ja beim nächsten Mal nicht machen kann. Oh mein, die Musik ist ein bisschen laut. Ah, 70 Stern! Beim nächsten Mal! Ich hab Hunger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.